Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Wir beschäftigen uns heute mit Abschlusswiderständen. Und zwar mit diesen 50 Ohm Abschlusswiderständen. Das sind fixe Endabschlusswiderstände. Und dann gibt es die Through, die Go-Through, also die durchführenden Abschlusswiderstände. Das sind diese Typen hier. Ich habe hier einen aus China. Sehr, sehr günstig. Einige Dollars. Und dann ein sogenannt hochwertiges Produkt von das HZ22 von Rode und Schwarz, auch 50 Ohm. Dann hier ein altes 50 Ohm Endwiderständchen, dann ein ähnliches, sollte auch 50 Ohm haben, einfach anders ausgeführt. Und dann hier einen gröberen. Das ist ein 5 Watt 50 Ohm Widerstand und die werden wir mal vergleichen. Als erstes werden wir überprüfen, ob sie wirklich 50 Ohm haben. Das ist die erste Aufgabe. Damit alles mit rechten Dingen zugeht, benutze ich hier so einen BNC zu Bananensteckeradapter, den ich im Digitalmultimeter einstecke. Es wird hier so eingesteckt und so kann ich problemlos dann die einzelnen Widerstände einfügen. Und hier werden wir jetzt mal schauen, wie viel Ohm diese Dinge haben. Das erste werde ich mal, ja, nämlich den mit dem grünen Kopf und stecke den ein und dann schauen wir mal, wie viel der hat. Super, ja, 58, irgendwie 58. Man muss aufpassen, genau. Man sieht ja schon hier wieder, wie das sehr heikel ist. Ja, 49, irgendwie 0,8, also wirklich sehr nahe an den 50 Ohm. Man kann sagen, gerundet hat der 50 Ohm. Das war der grüne mit dem grünen Kopf, den Sie vorhin gesehen haben. Das ist nämlich der mit dem metallischen Kopf. Stecke den rein. Ah, sehr gut, auch 50,6, aber doch schon, ja, mehr als ein halbes Ohm daneben, aber immerhin 50 Ohm und ein bisschen plus. Ein bisschen schlechter, würde ich mal sagen, als der mit dem grünen Kopf. Und jetzt nehmen wir den 5 Watt 50 Ohm Widerstand. Schauen wir, wie viel der hat. Das ist eigentlich ein hochwertiges Gerätchen. 50,3, auch sehr gut, also noch ein bisschen näher an den idealen 50 Ohm. Und jetzt nehmen wir die Pass-Through, heißt die, also die durchgehenden Anpasswiderstände. Die braucht man eigentlich immer, wenn man irgendein 50 Ohm Gerät an einem Oszilloskop anschließen möchte und das Oszilloskop keinen 50 Ohm Eingang hat. Das ist der erste, der sogenannte teure von Rode und Schwarz. Man sieht schon, hier sind wir doch um einige Faktoren besser. Also da sind 50 Ohm. Es ist schon ein Unterschied, ob man so ein Teil nimmt für 50 Rappen oder ein Teil für einige Franken mehr. Das ist ein teures Teil. Der Unterschied zu einem billigen jetzt aus China. Schauen wir uns das noch an. Also das billig, auch Pass-Through-Ohm-Widerständchen. Auch das ist relativ genau. Also der ist etwa gleich viel unter 50 Ohm wie vorhin das teure über 50 Ohm ist. Also dieser 50 Ohm Pass-Through-Widerstand aus China hat, glaube ich, 3 Franken oder also 3 Dollar gekostet. Und das andere Gerät, das kostet irgendwie 30 Franken, 30 Schweizer Franken von Rode und Schwarz. Der Unterschied ist klein. Wir werden dann sehen, dass es doch andere Faktoren gibt. Wir werden jetzt auf dem Spektrum-Analyzer werden wir das VSWR messen, also die Rückfluss, dass der Rückfluss, wenn wir da über die ganze Frequenzbandbreite mal scannen, wir werden das von 0 bis 3 GHz machen und dann werden wir sehen, wie sich diese Widerstände bezüglich Frequenzverhalten darstellen. Damit wir das VSWR messen können, brauchen wir einen Directional Coupler. Ich habe hier einen von Mini-Circuit, der mit Endsteckern verbunden ist. Das eine Kabel geht hier, Kappel geht zum Spektrumanalyzer Eingang. Hier ist der Tracking Generator Eingang
Also hier werden wir die Frequenz sweepen und hier werden die Widerstände, dann die Terminator-Widerstände angeschlossen. Sie werden jetzt sagen, wir haben ja da Verluste, wir haben hier schon einen Adapter und das werden wir nun zuerst normalisieren. Das heißt, ich werde den Spektrum-Analyzer so einstellen, dass er eine Nulllinie produziert, trotz all diesen Adapter. Und dann haben wir eine virtuelle Nulllinie und nur von dort aus wird dann relativ gemessen. So, ich hoffe, man kann das sehen. Im Moment ist der Tracking Generator eingeschaltet, aber eben mit den Fehlern. Das heißt, man sieht jetzt, hier hat es Rauschen, hier hat es auch eine Abweichung bei höheren Frequenzen, so ungefähr ab 1,5 GHz. Das normalisieren wir nun. Und dazu macht man dies so. Und jetzt wird diese Kurve auf 0 gestellt vom Tracking Generator. Das ist der erste Schritt. Sie werden sehen, jetzt wird hier eine Nulllinie generiert. Also der Tracking Generator ist jetzt auf 0. Was wir jetzt auch noch machen müssen, jetzt gehen wir auf die SWR-Messmethode. Und hier ist dasselbe, was wir jetzt machen müssen. Wir machen hier auch einen Reset. Und jetzt werden wir ebenfalls hier nullen. Das geschieht mit dieser Version hier. Jetzt wird auch das VSWR-Messgerät, also der Coupler, wird jetzt ebenfalls auf Null gestellt. Jetzt haben wir beide Systeme normalisiert. Wir haben jetzt hier eine Nulllinie. Und jetzt kann ich den ersten Widerstand, das ist der mit der grünen Kappe, kann ich einstecken. Und jetzt sieht man, was da passiert. Sie sehen auch den Marker hier. Den Marker werde ich jetzt mal ein bisschen verschieben. Auf diesen Punkt hier. Folgendes. Hier unten sieht man direkt das VSWR. Im Moment bei diesem tiefsten schönen Punkt hier sind wir ungefähr bei 1, ein bisschen höher. Ich würde mal sagen, so Widerstände, Abschlusswiderstände kann man durchaus bis 1,5 gebrauchen. Und diesen Marker verschiebe ich jetzt, bis ich unten etwa 1,5 habe. Das ist jetzt der Fall. Hier ist jetzt 1,51 irgendwie und der Marker ist hier und zeigt mir die Frequenz an, 1,8 GHz. Das heißt, dieser Abschlusswiderstand ist sehr, sehr gut zu gebrauchen bis zu 1,8 GHz. Das ist ein billiger, aber doch relativ guter Abschlusswiderstand. Jetzt nehme ich den mit der Metallmütze und man sieht, es gibt dann schon ganz andere Kurven. Ich gehe jetzt mit dem Marker zurück hier. Wir sehen auch hier den Minimum Peak hier. Der ist bei ungefähr 486 Mega. Hier haben wir das tiefste VSWR, also bis zu diesem Bereich ist er ganz optimal. Und jetzt machen wir auch dasselbe, wir gehen bis auf 1,5 hoch, damit wir da nichts falsch machen und beide ungefähr die gleichen Bedingungen haben. Das ist jetzt der Fall. 934 MHz, also dieser Abschlusswiderstand sollte nicht eingesetzt werden über 1 GHz, sagen wir mal. Okay, dann der nächste, das ist mein 5 Watt Widerstand und der gibt wiederum eine ganz andere Kurve. Was man hier deutlich sieht, diese Kurve hat keinen Peak nach unten, sondern sie ist relativ flach. Das VSWR ist, sagen wir mal, bei 1,5, jawohl, hier 1,2 GHz. Was allerdings hier auffällt, ist, dass die Kurve dann relativ flach weitergeht, also nicht steil nach oben wie bei anderen. Also ich könnte jetzt, wenn ich zwei nehme und ein VSWR von 2 in Kauf nehme, bin ich dann schon bei 1,6 GHz und hier oben, das ist dann schon nicht mehr so zu gebrauchen. Da sind wir bei 2 GHz und bei 3,5, das ist dann schon schlecht. Aber vergleichen wir mit den vorherigen Einstellungen, dass jeder etwa dieselben Voraussetzungen hat, also 1,54, dann sind wir bei 1,3 GHz. Das zu diesem Abschlusswiderstand. Das ist so ein kurzer Vergleich. Man kann also feststellen, dass eigentlich da mein Billig-Abschlusswiderstand mit grünem Hut sich am besten verhält. Das nochmal retour. Genau. Also wenn ich da, der Peak ist schon relativ weit oben hier. Und wenn ich dann jetzt auf 1,5 gehe,
1,54 ungefähr, jawohl, bin ich doch bei 1,8 GHz. Also ein ausrottlich guter, ja, 1,6 noch ein bisschen zurück, nicht übertreiben. Genau, also 1,8 GHz trotzdem. Also doch bis 1,8 GHz brauchbar. Und jetzt werden wir noch die Pass-Through-Widerstände anschauen. Und da werden wir dann auch noch ein paar Sachen sehen. Das ist jetzt der teure von Rode und Schwarz. Schauen wir uns den mal an. Und da kommen jetzt schon ein paar Dinge zum Vorschein. Auch relativ flache Kurve im oberen Bereich. Aber auch die 1,5 sind relativ weit unten. Wenn ich das mal anschaue, hier 1,5, jawohl. Das ist nur bei 500 MHz. Allerdings dann, okay, hier von 1 Giga bis dann relativ weit nach oben kann man dann durchaus auch arbeiten, aber das sind dann doch ziemlich schlechtere Werte, aber das geht. Er ist sehr flach und hat nicht einen so riesigen Abfall. Das ist vielleicht der Vorteil dieses Pass-Through. Und jetzt gehen wir noch, nehmen wir noch den chinesischen Pass-Through, mal schauen, wie der sich verhält. Was nehmen da? Jawohl. Und jetzt ist der Chinese eingesteckt. Auch ganz interessant. Also, so viel schlechter ist nicht. Der hat einen relativ starken Anstieg, also nicht so eine flache Kurve. Und wenn ich jetzt auch wieder bei 1,5 gehe, hier ungefähr 1,5, jawohl, dann sind wir bei 738 MHz. So, der ist eigentlich ein bisschen besser als der teure Rode und Schwarz, aber hat vielleicht nicht die sehr schöne flache Kurve. Der ist dann bei 1,1 GHz völlig daneben. Also das sind dann Werte, die nicht mehr zu gebrauchen sind. Also unten in den unteren Frequenzen relativ gut, dann oben relativ rasch sehr schlecht, nicht mehr zu gebrauchen. Und der teurere hat eine relativ flache Kurve, also auch für höhere Frequenzen noch unter einigermaßen annehmbaren Bedingungen zu verwenden. Das ein kurzer Blick ins Labor und ein Vergleich verschiedener Abschlusswiderstände, sei dies Endabschlusswiderstände oder eben Pass-Through 50 Ohm Abschlusswiderstände, der Durchführungswiderstände. Schönen Dank und bis bald.